Ja, liebe Studierende, liebe Kolleginnen, Kollegen, liebe Gäste, ich begrüße Sie herzlich zum heutigen Vortrag in der Reihe Machtwechsel im Osten Europas, Politik und Gesellschaft im Wandel, eine Reihe der Schweizerischen Osteuropa-Bibliothek SOB, das Herbstsemester 2021. Mein Name ist Eva Maurer, ich leite die Bibliothek und führe durch den heutigen Abend. Heute haben wir einen Vortrag zum Thema Eine Rechtskultur im Übergang, Polens Machtstrukturen und ihre Rechtsrahmen seit 2005. Bevor ich einige Worte sage, ich begrüße auch alle herzlich, die diese Veranstaltung ab morgen als Podcast anhören werden. Zu Ihrer Info eben wird als Podcast aufgezeichnet, inklusive der Diskussion. Das war es dann aber, glaube ich, schon mit der Technik für den heutigen Abend. Und jetzt möchte ich gerne zu unserem Thema überleiten, das ja wirklich aktueller nicht sein könnte. Vor vier Wochen hatten wir hier das Einführungsreferat von Frau Guasti, die über die Demokratiequalität in Ostmitteleuropa allgemein gesprochen hat und einige Indikatoren vorgestellt hat. Und gleich am Anfang, ich bewege mich nicht mehr, gleich am Anfang ist uns ja dabei die Rechtsstaatlichkeit begegnet. Die Rechtsstaatlichkeit und in Frau Guastis Erläuterungen eben zur horizontalen Rechenschaftspflicht, die wir angeschaut haben, ist die Unabhängigkeit der Gerichte als wichtiger Faktor genannt worden zur Bekämpfung eben der, wie sie es nannte, demokratischen Erosion, um dieser Terminologie zu bleiben. Und genau dieser Streitpunkt, also die Unabhängigkeit der Judikative, ist ja einer der zentralen im gegenwärtigen Konflikt zwischen der EU und Polen in einem Konflikt, wo es wirklich auch eben darum geht, wer hat eigentlich die Macht und das Recht, Recht zu setzen und es durchzusetzen. Und heute geht es eben um diese Vorstellung, um die ganz unterschiedlichen und eben konkurrierenden Visionen auch von Recht und Gerechtigkeit, von Richtern, wer Richter sein darf, wer eben nicht, um kurz gesagt eine ganze Rechtskultur, deren Entstehung, Bedingungen, Ziele und Ausprägungen, das steht im Zentrum des heutigen Vortrags. Wie legitimieren Rechtsvorstellungen eben Macht und Machtwechsel und umgekehrt, wie verändert sich die Rechtskultur, wie verändert sich das Vorstellen von Recht in einer bestimmten Machtkonstellation, in unserem Fall jetzt eben in Polen in den letzten anderthalb Jahrzehnten. Ja, ich freue mich, Ihnen eben unsere heutige Referentin vorstellen zu können, die zu uns aus Bonn gekommen ist heute, sonst aber in Warschau beheimatet ist. Frau Professor Dr. Marta Buchholz ist sowohl Soziologin als auch Philosophin und Juristin, hat also einen vielfältigen Blick auf dieses Thema. Und ihre beruflichen Stationen haben sie von Warschau über Graz, Brüssel, Cambridge, Wien nach Bonn geführt zunächst, wo sie von 2015 bis 2020 am Käthe Hamburger Center for Advanced Studies eben im Bereich Law and Culture als Forschungsprofessorin gearbeitet hat. Dieses Jahr war sie als Fellow am Imre Kertész Kolleg in Jena tätig und ist jetzt eben zurück in Warschau als Professorin für Soziologie an der Universität Warschau, wo sie auch ein großes Forschungsprojekt leitet, eben zur, ich sage es jetzt mal, Habitusformation und Zivilisationsprozess in Polen nach 1989. Sie hat zahlreich publiziert zur Rechtssoziologie, zur Soziologiegeschichte und Ideengeschichte. Zurzeit sind mehrere Publikationen von ihr zu diesem Thema, wo sie heute sprechen wird, im Druck. Ich habe einfach was mitgebracht auf Englisch, was bei uns auch greifbar ist, und zwar ein Abriss der Soziologie in Polen, den ich gerne mal hier rumgebe. Bestimmt gäbe es viel zu ergänzen, aber das überlasse ich Ihnen, das jetzt selber zu tun. Ich freue mich, dass Sie hier sind und freue mich auf den Vortrag. Danke sehr. Vielen Dank für die, ja, es funktioniert. Vielen Dank für die Einladung. Jetzt darf ich auch meine Brille anhalten. Perfekt. Es freut mich sehr, hier zu sein. Es freut mich auch sehr, dass Sie so zahlreich hier anwesend sind. Und ja, dieses Thema, das wir heute besprechen werden, oder ich werde es hauptsächlich im ersten Teil besprechen, hoffentlich aber haben wir danach eine Diskussion dazu, was ich zu sagen habe. Es ist kein einfaches Thema für mich, wissen Sie. Aus vielen Gründen, hauptsächlich aber aus dem einen Grund, also als ich 2015 das erste Mal, also zum ersten Mal über Polen und die polnische Verfassungskrise sprach.
dachte ich, okay, das ist halt eine Krise. Also das ist irgendetwas, was passiert ist und das geht vorbei. Also nach einer bestimmten Zeit gibt es diese Krise nicht mehr. Und jetzt sind wir so 2021 und was ich zurzeit als Krise betrachtet hatte, scheint jetzt vielmehr ein stabiler Zustand geworden zu sein. Also es ist halt so. Also Polen befindet sich seit fast 6 Jahren in einer schweren, sozusagen in einem Zustand, der als ein demokratischer, also democratic backsliding bezeichnet wird, normalerweise auf Englisch. Also der Demokratie in dem Land geht es schlimm und schlimmer. Und das ist natürlich schwer. Das ist mir als Juristin schwer, aus den Gründen, die ich jetzt gerade besprechen werde. Das ist mir auch als Soziologin sehr schwer, weil ich das irgendwie erklären sollte. Also ich bin da Vertreterin einer erklärenden Wissenschaft. Also wieso ist das so? Und dieses Forschungsprojekt, welches Frau Maurer auch höflicherweise erwähnt hat, das ist ein Projekt zum nationalen Habitus, das ist ein Begriff von Norbert Elias. Norbert Elias, das ist mein Lieblingssoziologe, der Soziologe, dem ich ja, 10 Jahre meines Lebens gewidmet habe. Und mein Versuch, diese rechtlichen Veränderungen, diese Veränderungen der Rechtskultur in Polen zu verstehen, ist im Rahmen der Erforschung des nationalen Habitus der polnischen Gesellschaft verbunden. Ja. Verbunden sind wir aber nicht. Okay. Und das ist das, was ich Ihnen heute darstellen möchte, ist ein Teil dieses Erklärungsversuches. Das wird aber nicht, das ist also nicht so juristisch orientiert sein, das wird eher, ist nicht, wirklich nicht meine Schuld, das ist eher so, würde ich sagen, soziologisch-historisch orientiert, obwohl mit einem sehr starken juristischen Akzent. Die juristische Seite dieses Prozesses erforschen wir seit einer gewissen Zeit, also seit einem Monat genauer gesagt, im Rahmen eines Forschungsprojektes mit Volkswagen Stiftung, im Rahmen eines Konsortiums mit den Universitäten Jena, Erfurt, Central European University und der Tschechischen Wissenschaftsakademie. Und das ist ein Projekt zum illiberalen Konstitutionalismus in der Region sozusagen Mitteleuropas. Heutzutage gehe ich aber so historisch-soziologisch vor. Und worüber ich sprechen möchte, erstmal würde ich gerne den Begriff der Rechtskultur kurz einleiten. Zweitens würde ich ein paar der Dominanten der polnischen, nein, das ist nicht der Grund dafür, okay, der polnischen Rechtskultur erwähnen. Dann würde ich eine Tatsache betonen, und zwar die Tatsache, dass der EU-Beitritt Polens eine Notwendigkeit gelöst hatte, die EU als Konzept, als Institution, als Design sozusagen, als institutionelles Design zu bearbeiten und einzuarbeiten in die polnische Rechtskultur. Und das hat, wie Sie sich vorstellen können, nicht besonders gut funktioniert. Nächstens werde ich mich dem Problematik des Rechtswandels und der kulturellen Dimension des Rechtswandels zuwenden. Es geht nur um ein einziges Slide. Nach Slide 3 kann das alles wirklich... Okay. Und am Ende als Beispiel gebe ich Ihnen das, was mich besonders interessiert, also die Rolle der Erinnerungspolitik in all dem und des kollektiven Gedächtnisses allgemein gesagt. Also fangen wir mit der Rechtskultur an. Das ist kein so eindeutiger Begriff. Drei Bedeutungen oder drei sozusagen möglichen Bedeutungen dieses Begriffes würde ich jetzt hier ganz kurz erläutern. Einerseits haben wir dann die Rechtskultur einfach als so eine Art des erweiternden Rechtsbegriffes. Also wenn Sie diejenigen, sind hier die Juristen, Juristinnen anwesend? Nee, okay. Also, da gibt es diese Idee, die die Juristen sehr gerne haben, also dass das Recht das ist, was in den Büchern steht. Also Sie nehmen sich einfach ein Gesetzbuch und das ist das Recht. Das ist natürlich soziologisch völlig unzufriedenstellend. Das ist kein Recht, was in den Büchern ist, das ist ein Text.
Also es gibt auch die Idee, dass das Recht eigentlich das ist, was die Menschen leben, als die normative Ordnung, nach der sie sich orientieren, in dem, was sie da machen. Und auch darauf orientiert sich der Begriff lebendes Recht. Dieses wurde von Eugen Ehrlich einmal eingeführt, gerade das zu bezeichnen. Also, dass die Menschen nach den Regeln leben, die nichts mit oder sehr wenig damit zu tun haben, was in den Büchern steht. Law in Action ist ein ähnliches Konzept, ein amerikanisches Konzept, und in dem Konzept geht es auch darum, dass Law, also das Recht, eigentlich was ist, irgendetwas ist, was passiert, was immer passiert. Irgendetwas, was im Handeln des Menschen oder der Menschen konstruiert, hergestellt wird. Und diese Action, dieses Handeln, das wäre normalerweise erstmals das Handeln der Rechtsprofessionellen, also derjenigen, die irgendwie mehr zu tun mit dem Recht haben als die anderen, also der Richterinnen, der Rechtsanwältinnen, der Staatsanwältinnen und so weiter und so weiter. Das, was diejenigen mit ihren Sachen machen, wie das Roscoe Pound formuliert hat. Das ist ein möglicher Begriff. Dieser Begriff interessiert mich hier nicht besonders. Der zweite Begriff ist besonders für die komparative Rechtsforschung sehr wichtig. Das ist ein Begriff, in dem die Rechtskultur irgendetwas ist, was mit der Rechtsfamilie zusammenhängt, der Rechtstradition oder mit dem Rechtskreis. Also wir können da die ganze Welt in unterschiedlichen Rechtskreisen, Traditionen und so weiter unterteilen, und da sagen wir zum Beispiel, dass wir die kontinentale westliche, kontinentale Tradition haben, und in dieser kontinentalen westlichen Tradition haben wir zum Beispiel die französische Rechtstradition oder die deutsche Rechtstradition oder die schweizerische Rechtstradition, besonders mit dem wunderbaren schweizerischen Zivilgesetzbuch. Das ist doch. Darüber musste man wirklich im Studium, musste man das auswendig lernen in Warschau. Also die Zusammenfassung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches. Wunderbar, eine wunderbare Idee. Aber das interessiert mich hier auch nicht besonders. Was mich interessiert, ist der letzte Punkt hier. Also eine Rechtskultur, das ist diese Gesamtheit der Werte, der Ideen, der Einstellungen in Bezug auf das Recht in der Gesellschaft. Also nicht nur die Rechtsprofessionellen, nicht nur diejenigen, die das meiste mit dem Recht zu tun haben, sondern wir alle haben irgendwie die Idee vom Recht. Wir alle haben mit dem Recht irgendetwas zu tun, und wir alle betrachten das Recht gewissermaßen, und dadurch konstruieren wir auch, soziologisch gesehen, das Recht alle zusammen. Und in diesem letzten Punkt, wenn sich dieses Recht, diese Rechtskultur ändert, da besteht die Frage, okay, woher kommen diese Werte, diese Ideen, diese Einstellungen, was sind die Quellen davon? Und jetzt kommt dieses Slide, wo ich das Bildschirm wirklich brauche. Momentchen. Entschuldigen Sie mir, meine Damen und Herren, aber das ist wichtig. Das ist nämlich die Geschichte Polens. Und zwar, ein Rätsel wäre es, okay, schauen Sie sich jetzt diese unterschiedlichen Polenskarten an. Das ist natürlich das heutige Polen hier. Ja. Vielleicht machen wir das so. Ist das besser? Das ist das heutige Polen, und ich werde Ihnen gleich erklären, was da alles dargestellt wird. Was all die Karten aber zusammen haben, also was ist in allen den Karten gemeinsam? Können Sie das kurz sagen? Ich weiß, dass das offensichtlich ist, aber ich brauche Interaktion, bitte. Ja, bitte. Ja, ganz bestimmt. Aha. Und was noch? Wenn man die Farben auf unterschiedlichen Karten ansieht, sehen Sie da irgendwelche Regelmäßigkeiten? Vielleicht ist das. Ja, bitte. Aha. Total. Mhm. Eine gewisse und ganz starke, nicht in allen Fällen so, genauso starke wie in den anderen,
aber eine Ost-West-Teilung, ganz bestimmt. Vielen Dank. Also, wenn wir das jetzt anschauen, also ganz oben, jetzt was auf all den Karten da dargestellt wird. Ganz oben, das ist die Karte der Unterstützung für die heute regierende Partei Prawo i Sprawiedliwość, also für die nationalkonservative Rechte. Das ist nicht die extreme Rechte, das muss man auch immer betonen. Also es geht auch extremer in Polen, aber das ist eine nationalkonservative Rechte, die heutzutage regiert, und zwar seit 2015. Je blauer, desto mehr Unterstützung für die regierende Partei. Unter der Unterstützung für die PiS haben wir, es ist wirklich ein bisschen hoffnungslos, muss ich sagen, haben wir die Karte der sogenannten Dominikantes, also der Menschen, die an einem bestimmten Tag in die katholische Kirche zur Messe gehen. Das Institut für die katholische Statistik macht das so in Polen, dass an einem bestimmten so Stichtag die Teilnehmerinnen der Messe in Allpolen gerechnet werden. Das ist vielleicht nicht besonders zuverlässig, aber zuverlässiger gilt es auch nie. In Religionssoziologie sind die Aussagen der Befragten bekanntlich nicht zuverlässig. Also das sind die Menschen, und Sie sehen da gleich, okay, je roter oder je wärmer, sagen wir, desto religiöser. Also kurz. Dann hier unten, ganz unten unter den Dominikantes, haben wir das Einkommen einfach. Also je dunkler, desto reicher. Okay. Und rechts von dem Reichtum haben wir das Alter. Also je dunkler diesmal, desto ältere die Bevölkerung. Das natürlich, also ich muss Ihnen wahrscheinlich nicht erklären, was das soziologisch bedeutet, die demografische Dynamik der Bevölkerung in unterschiedlichen Regionen. Das hier, das ist die Ausbildung der Bevölkerung. Yeah. Das ist wirklich so. Okay. Das ist irgendwie wie Monty Python, wissen Sie. Vielleicht können Sie das versuchen, Sie sind nett von Ihnen, ja. Danke. Okay, also das ist nicht so färblich. Och nein, nein, noch nicht, das ist meine Pointe. Okay, kein Problem, das kann unmöglich jemand hier schon verstanden haben, oder? Also nochmal, versuchen Sie das. Oder sollen wir gleich zur Pointe gehen? Es geht nicht anders, Momentchen. Ja, vielleicht jetzt. Okay, das Gelb, das ist Warschau, da ist die Mehrheit, da hat die Mehrheit irgendwelche Hochschulausbildung. Normalerweise aber, das ist Abitur hier, blau, und genau, und rot sind so, in Deutschland würden wir sagen, Realschulen, und braun, dunkelbraun, das sind die Menschen, die keine formale oder nur Grundausbildung haben. Okay, und das sind meine zwei Lieblingskarten hier. Ah, hier, das ist vielleicht. Mehr kann ich auch nicht machen. Nee, also mehr geht's nicht. Nee, es geht irgendwie um diese Verbindung, ist nicht so gut. Also, vielleicht kommen wir halt. Das sind Bahnnetzwerke. Diese blasse Karte sozusagen, können Sie auch sehen. Und oben, das sind Covid-Impfungen. Also je grüner, also je leichter, desto mehr geimpften Personen in dem Bereich. Je roter, desto gefährlicher, nicht wahr? Und was das alles zeigt, also man könnte sich sehr lange fragen, okay, man könnte das auch irgendwie reduktionistisch durch Einkommensstruktur zum Beispiel erklären oder versuchen oder durch die Ausbildung. Man kann das aber auch historisch betrachten. Und zwar jetzt, komm mal. Oh Mann. Ach hier. Yes. Das ist die Karte der sogenannten Teilungen Polens. Die Teilungen, ja, jetzt wissen Sie Bescheid. Die Teilungen, das war die Zeit im 19. Jahrhundert, als Polen unter drei Nachbarnmächte geteilt wurde, und zwar zu einem gewissen Zeitpunkt fast komplett oder komplett.
Das ist die Teilung nach 1866, nachdem das alles komplett so ausgesortet wurde. Blau sind, das sind natürlich Preußen, wie anders. Grün, das ist Russland. Und gelb, das ist Ungarn, das ist Ungarn-Österreich. Wenn Sie diese, das ist die Projektion dieser alten Teilungsgrenzen auf die heutige, das heutige Territorium Polens. Das, zur Zeit war Polen natürlich also ganz anders gelagert in Europa, aber hauptsächlich, wenn Sie diese Grenzen jetzt auf diese alle Karten projizieren, sehen Sie, dass das eine uralte Struktur der sozialen Unterschiede ist. Und diese uralte Struktur beeinflusst die polnische Rechtskultur heute wesentlich. Wenn wir uns jetzt versuchen, so ganz knapp und grob, die wichtigsten historischen Dominanten polnischen Rechtskultur zusammenzufassen, dann hätten wir dann das, was aus dieser, gerade aus dieser blau-grün-gelbe Karte gleich raussteht, also eine lange Erfahrung des Rechtspluralismus. Der Rechtspluralismus, der schon vor den Teilungen ein Teil des polnischen Rechtslebens war, da Polen ein komplexer Staatsmechanismus war, wie Sie wissen, also mit Litauen und Polen als zwei Partnerinnen, und dazu kam auch die Ukraine, die nicht gleichgestellt war, aber die auch einen Einfluss auf die öffentliche, auf den Verlauf der öffentlichen Sachen ausgeübt hat. Und danach hatten wir den Rechtspluralismus unter den Teilungen, unter der dreifaltigen imperialen kolonialen Herrschaft. Jede dieser herrschenden Mächte hatte eine eigene Rechtskultur. Und diese österreich-ungarische war der preußischen und später seit der Vereinigung Deutschlands der deutschen absolut nicht ähnlich, und die russische war auch absolut den zwei anderen nicht ähnlich. Das waren wirklich drei ganz unterschiedliche Rechtskulturen. Und das hat sich alles auf die polnische Rechtskultur ausgewirkt. Als die Teilungen zu Ende kamen mit dem Ersten Weltkrieg, hatten wir diese sehr kurze Periode der sehr instabilen Demokratie, die ganz schnell zu einer Diktatur evolviert hat. Das war keine Evolution, also einfach überging. Diese schwache Demokratie musste neben vielen anderen Problemen, die sie zu bekämpfen hatte, auch eine Art der Rechtsunifizierung durchführen. Das ist nicht gelungen. Das ist sehr wichtig. Das ist überhaupt nicht gelungen. In keinem Rechtsbereich. Im Zivilrecht wurden nur die Obligationen unifiziert. Kein allgemeines Gesetzbuch Polens wurde je verabschiedet. Im Kriminalrecht, im Strafrecht wurde zwar ein Gesetzbuch verabschiedet, aber sehr spät. Und in vielen anderen Lebensbereichen, da regelten unterschiedliche Normen aus der pluralistischen Zeit sehr lange die Aktivitäten der Menschen in verschiedenen Sphären. Das war die Zeit einer Rechtsunsicherheit. Das ist ein Teil der polnischen historischen Erfahrung, diese Rechtsunsicherheit. Nicht in den Kriegszeiten oder Okkupationszeiten, nein, in einem ganz normalen sozusagen Funktionieren des polnischen Staates. Dann haben wir natürlich, ich bespreche die Weltkriege nicht, das ist nämlich eine Erfahrung, die tragisch und traumatisch und schrecklich ist, die aber soziologisch gesehen sehr kurz ist. Also wenn sie sich auf die Rechtskultur auswirkt, dann als Trauma normalerweise hauptsächlich. Und dazu werde ich noch zurückkommen können. Aber eine sehr lange Erfahrung, die nach dem Trauma, nach der Tragödie des Zweiten Weltkrieges, nach der Tragödie des Shoah, des Holocaustes, die natürlich auch für die Rechtskultur sehr wichtig war, weil ein Großteil der gut ausgebildeten Bevölkerung einfach damit liquidiert wurde mit dem Zweiten Weltkrieg. Also ein Großteil denen, die diese Law in Action betreiben, die damit handeln, mit dem Recht, die waren nicht mehr da. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir diese Zeit des Kommunismus bzw. Sozialismus, und hier habe ich zwei Termine mitgebracht von Frau Professorin Grażyna Skomska aus der Universität, Jagiellonen-Universität, die jetzt gerade eine Forschung gerade zum Rechtsbewusstsein der polnischen Bevölkerung leitet.
Und sie hat in Beschreibung der kommunistischen Zeit in Polen die Termine Rechtsnihilismus benutzt und auch den negativen Verfassungskonsens oder Konsensus. Rechtsnihilismus, das wäre das, das ist irgendwie Dostojewski, wissen Sie, und diese, so, diese Art Assoziierungen. Also das wäre die Idee, okay, tatsächlich steht hinter dem Recht nichts. Also das Recht schwebt irgendwie frei in der Luft. Wenn wir die Wertbezogenheit des Rechtes untersuchen, können wir dann nichts Festes feststellen. Also das Recht ist irgendwie so an sich nicht unbedingt in den Werten begründet. Das ist natürlich ein schrecklicher Gedanke, wenn Sie darüber denken, dass das Recht, und jetzt werde ich Niklas Luhmann zitieren, dass das Recht das ist, was das Recht als Recht bestimmt. Wenn wir über das Recht in diesem Teufelskreis der Selbstbestimmung ansehen, können wir, okay, denken, ja, woher kommt das alles? Und wie kann man dann ein schlechtes Recht von einem guten Recht irgendwie aussagen? Wie kann man den Unterschied machen? Das sind natürlich sehr wichtige Fragen. Ich würde nicht sagen, dass Niklas Luhmann Rechtsnihilist war. Das ist nicht was, was ich sagen möchte. Was ich sagen möchte, ist, dass in der kommunistischen Zeit in Polen und nicht nur in Polen, sondern in den totalitären und autoritären Gesellschaften, das Recht einfach das ist, was die Macht als Recht was die Macht als Befehl der Bevölkerung gibt. Und das ist alles. Nichts mehr. Negativer Verfassungskonsens. Das ist eine Art, normalerweise sollten wir einen positiven Verfassungskonsens haben, nicht wahr? Also soll die Bevölkerung so irgendwie die Idee haben, naja, die Verfassung, das ist irgendwas, was die Grundlage unseres Zusammenlebens darstellt, die Grundlage unserer normativen Ordnung, das ist das Denken im Stil von Hans Kelsen, also die Grundnorm. Und diese Grundnorm soll doch für alle akzeptabel sein. Also das war ganz umgekehrt sozusagen unter Kommunismus in Polen, nicht nur in Polen, sondern diese Begriffe können ebenso gut an alle kommunistischen Länder Osteuropas benutzt werden. So Frau Professor Skomska, mit der ich hier einverstanden bin. Also unter den sogenannten stalinistischen Verfassungen Osteuropas war die Idee, dass die Verfassung so eine Emanation des Volkes ist, völlig abgeschafft. Die Verfassung war eine Emanation der öffentlichen Ideologie und nicht mehr. Und das ist mir sehr wichtig, weil wir nach dieser Zeit des negativen Konsensus und des Nihilismus zur Transformation kommen, also mit dem symbolischen Datum, das ist natürlich so ein Stichdatum, nur 1989. Und dann fangen wir das alles abzuarbeiten in Polen. Wir fangen damit an, dass wir das Böse, diese schlechten Relikte der alten Zeit abschaffen. Das ist eigentlich Hauptsache, das abzuschaffen. Was eigentlich in diesem Vakuum danach konstruiert werden soll, ist irgendwie, das ist erst ein Zweitgedanke. Das ist, darüber denken wir nicht so sehr. Wir haben in diesem Sinne so eine Illusion, dass wir ganz einverstanden sind, wie das Polen nach der Abschaffung des Kommunismus aussehen sollte. Wir glauben, wir sind uns einig. Das kommt in vielen Texten aus der Zeit, auch in vielen selbstbiografischen Erzählungen. Auch wir dachten, es wird nie eine Zwistigkeit zwischen uns geben. Ich habe so ein schönes Zitat aus einem liberalen Intellektuellen aus der Spät-80er gefunden. Wir dachten, wir werden nie über das Recht streiten, sagte er. Er dachte, okay, das Recht ist irgendetwas Selbstverständliches irgendwie. Hat nicht so funktioniert. Und dann kommt der EU-Beitritt. Und der EU-Beitritt ist auch eine sehr wichtige Dominante, weil die EU als Gemeinschaft irgendwie in die Rechtsstruktur einarbeitet werden muss. Und ich sage das ganz bewusst so, dass die europäische die Existenz der Europäischen Union in die Rechtskultur Polens einarbeitet werden muss, weil das die kognitive Ordnung der Sache ist.
die ökonomische, politische und so weiter Ordnung ist ganz umgekehrt. Also da Polen wird angenommen, schließt sich an, die europäische Struktur ist eine größere, mächtige und so weiter. Kognitiv aber müssen sich die Menschen in Polen und die Juristinnen in Polen damit auseinandersetzen, dass sie plötzlich ein Teil des internationalen großen Organismus sind. Und dieses Organismus untergeht auch eine wichtige Veränderung, gerade zu dieser Zeit. Damit habe ich drei Punkte verbunden. Erstmal den Punkt mit den sogenannten Rechtstransplanten, Legal Transplants. Mit diesem Begriff bezeichnet man die Übernahme der normalerweise ausländischen Rechtsentwicklungen, Rechtskonzepte, Rechtsinstitute. Und die ganze Bearbeitung des Acquis Communautaire in Polen war eigentlich eine Serie der Rechtstransplante. Da muss man diese Rechtstransplante irgendwie, wissen Sie, also mit den Transplanten ist es so, dass das manchmal gut geht und manchmal geht das nicht so gut. Das muss man irgendwie intellektuell bedenken. Wie passt das zusammen in unsere Schemata, in unsere sozusagen Gewöhnlichkeiten, Gewohnheiten, unsere intellektuellen Gewohnheiten. Wie passt das in unsere Rechtsstruktur, wie sie jetzt aussieht? Die Bearbeitung der Rechtstransplante war nicht dadurch leichter gemacht, dass der Fokus der europäischen Integration sehr stark auf die Wirtschaft gelegt wurde. Weswegen ist das, betone ich das besonders stark? Kommen wir jetzt nochmal zum Jahr 1989. Zu dieser Zeit war zwar die europäische Integration ganz eindeutig das Ziel Polens. Da waren sich alle einig, okay, wir wollen in die Vereinigte Europa. Das wollen wir. Aber ja, inzwischen, also zwischen 1989 und 2004, passiert vieles. Da passiert zum Beispiel die neue polnische Verfassung aus 1997. Und das wird alles irgendwie zu Hause ausgedacht. Die bürgerliche Freiheiten, die Unabhängigkeit der Justiz, die Gewaltenteilung, die Rechtsstaatlichkeit. Das wird natürlich im Dialog mit den ausländischen, besonders den deutschen Juristinnen ausgedacht, aber das ist zu Hause gemacht. Und das ist schon fertig. Und da kommt die europäische Integration. Und bei der europäischen Integration ist natürlich die Rechtsstaatlichkeit und die damit verbundenen Regeln sehr wichtig. Hauptsächlich geht es aber darum, um den Rahmen für die wirtschaftliche Gemeinschaft zu legen. Das ist natürlich ganz wichtig, weil wir da die Rechtsstaatlichkeit und die bürgerliche Freiheiten können wir so gewissermaßen irgendwie beiseite legen. Also für ein paar Jahre mindestens ist das nicht so wichtig. Fokussieren wir uns auf die anderen Sachen. Wojciech Sadurski, einer der wichtigsten Analytiker des heutigen polnischen Lage, hat einmal geschrieben, 2018 nehme ich an, glaube ich, dass das eine Illusion of good behavior war. Also, dass das eine Illusion war, dass sich die neuen Mitgliedstaaten irgendwie gut benehmen werden. Einfach so. Sie werden angenommen und da geht das irgendwie weiter. Und mindestens im Fall zweier Mitgliedstaaten aus derselben Schichte sozusagen, hat das überhaupt nicht funktioniert, nämlich Ungarns und Polens. Und mit Ungarn ist diese Illusion des guten Benehmens zum Ende gekommen. Gibt es nicht mehr. Man denkt nicht mehr, dass sich die Staaten benehmen werden. Gleich werde ich zum Fall Deutschlands kommen und wir werden sehen, sogar die alten Staaten wissen sich nicht immer zu benehmen. In diesem irgendwie schülerischen Sinne, in dem diese Phrase benutzt wird, diesem Patria, herabsehenden Sinne, in dem man sagt, okay, du benimmst dich nicht so gut. Mir fällt das Wort irgendwie, patronizing meine ich. Das ist so, ja genau, also patriarchal wäre, das würde irgendwie passen, danke. Also dass man sagt einem anderen, du sollst dich so benehmen, wie meine Standarde das bestimmen. Halten wir uns daran jetzt. Und jetzt kommt der juristische Teil, der irgendwie unbedingt da sein muss.
Ich werde das alles nicht so aus der Tafel lesen. Hier haben Sie aber so eine kurze Zusammenfassung der Highlights des Rechtswandels in Polen in zwei Slides. Im ersten Slide kommt das, was in Polen passiert. Danach kommt ein Slide damit, was in den Beziehungen zwischen Polen und EU passiert, weil das der wichtigste Rahmen für die Analyse ist. Was in Polen passiert, ist ganz vielfältig. Also wir haben dann ab 2005 die erste PiS-Regierung. Das ist eine Koalitionsregierung, eine schwache Regierung, die dann vorzeitig endet. Aber das ist schon ein Zeichen dafür, dass die rechte Parteien in Polen zur Macht kommen können, und zwar die stark rechte Parteien, nicht extrem rechte, aber die Parteien, die rechtspopulistisch denken und auch rechtspopulistisch agieren in der Politik. Dann aber kommt eine sehr lange Zeit der liberalen Regierungen. Und das ist noch eine Zeit der Illusion. Man denkt sich, okay, wir werden einfach so eine gute liberale Demokratie wie alle anderen. Ob das eine sehr gute Demokratie war, ist eine andere Sache. Dass das eine Demokratie war, bleibt aber, glaube ich, immer noch unbestritten. Diese Zeit endet dann mit 2015. Und 2015 kommt die PiS zur Macht und da fängt die PiS gleich die Gewaltenteilung im Lande zu unterminieren und zu demontieren. Das fängt mit dem Konflikt um die Verfassungsgerichtbarkeit und Verfassungsgericht wird von der Exekutive so teilweise schon 2015 und letztendlich bis 2016 übernommen. Das ist das Ende der unabhängigen Verfassungsgerichtbarkeit in Polen. Sowas gibt es nicht mehr. Was natürlich auch für die Machtstruktur sehr wichtig ist, weil ein wichtiges Element der Machtkonstellation einfach irgendwie verschwunden ist. Dann haben wir die Justizreform und das haben wir, die zwei Punkte sind hier so grafisch betont, weil das die Punkte sind, die im Konflikt mit der Europäischen Union eigentlich wichtig sind. Das ist das, worum es geht, ja, wie wir schon in der Einführung von Frau Mauer gehört haben. Es geht um die Justiz und besonders um die Besetzung eines gewissen Organs mit dem Namen Landesjustizrat oder Nationale Justizrat. Dieses Organ ist dafür verantwortlich, die Kandidatinnen für die Richterinnen zu nennen, zu nominieren. Dann werden sie von dem Präsident ernannt. Aber dieses Organ ist ganz wichtig, tatsächlich darüber entscheidet, wer Richterin oder Richter wird oder werden kann. Und dann kommt noch ein paar interessante Sachen, die Sie ganz bestimmt in der Presse gesehen haben. Also erstmal das Gesetz über das Institut des nationalen Gedenkens oder das sogenannte Holocaust-Gesetz. Ich habe diese Phrase selber benutzt, aber jetzt fühle ich mich ein bisschen schuldig, dass irgendwie in diesem Gesetz geht es nicht um Holocaust, es geht um viele andere Erinnerungen, auch um die ukrainisch-polnische Erinnerungen, die im Kontext von Holocaust normalerweise nicht erwähnt werden. Und das war ein Gesetz, das für sehr viele internationale Diskussionen besorgt hat und wurde dann kassiert aus dem System. Das hing sehr eng mit der Rechtsstaatlichkeit zusammen natürlich und mit der Machtstruktur, weil das ein Angriff auf die Forschungsfreiheit war, aus dem Verfassungswert der Forschungsfreiheit in Polen. Und Forschungsfreiheit ist natürlich direkt mit der Rechtsstaatlichkeit verbunden. Diese Verbindung kann ich da später bearbeiten. Dann haben wir das, was bis heutzutage immer noch ausklingt, die sogenannte LGBT-Free Zones, also die Resolutionen, das ist wieder nicht so ganz korrekt, aber als Beschreibung, das waren nämlich die Resolutionen der lokalen Gemeinden in Polen ab 2019, die diese Gemeinden als frei von der LGBT-Ideologie bezeichneten und erklärten. Und das war natürlich was ganz unglaublich Schreckliches. Und wenn ich Ihnen ich werde das nicht tun, aber wenn Sie die Karte dieser Resolutionen
auf die diese anderen Karte in zwei Slides davor projizieren würden, das wäre dieselbe Karte ausgeben. Das sind dieselben Unterschiede. Also diejenigen Ortschaften, die da röter oder blauer oder sowas sind, diejenigen haben auch mehr von diesen Resolutionen verabschiedet als die anderen. Und das war natürlich für die LGBT-Plus-Bevölkerung in Polen, für die Menschen, die sich mit der LGBT-Plus-Bewegung identifizieren, eine unglaublich traumatische Zeit. Die europäischen Institutionen haben auch dazu einiges gesagt, aber nicht besonders viel gemacht, muss man auch sagen. Und dann kommt noch der Urteil des Verfassungsgerichtes über die Abtreibung in Polen mit den massiven Sozialprotesten seit Oktober 2020. Das ist auch eine Geschichte, die nicht vorbei ist. Mit diesem Urteil wurde nämlich die Abtreibung in Polen so effektiv, wenn auch nicht rechtlich, abgeschaffen. Und die Sozialfolgen dieser Entscheidung sind immer noch nicht ganz schätzbar, sozusagen. Ich habe zu beiden diesen Fällen, also LGBT-Plus-Resolutionen und Abtreibung, auch publiziert. Also ich werde das sehr gerne detailliert besprechen, aber einen Fall möchte ich noch nennen, also den Ausnahmezustand an der polnischen Ostgrenze, aus der belarussischen Grenze Polens. Und das ist irgendetwas, was jetzt heutzutage passiert. Also und das ist natürlich verbunden mit der Politik von Lukaschenkas Regime, die wahrscheinlich als Ziel hat die Destabilisierung der polnischen Politik oder der europäischen Migrationspolitik im Allgemeinen. Das führt aber zu schrecklichen menschenrechtlichen Verletzungen aus der Ostgrenze und nicht nur auf der Seite der belarussischen Regime, sondern auch der polnischen Regierung, soweit man die zuverlässige Berichte aus der Ausnahmezustandeszone erhalten kann. Das sind die Highlights, das ist, die alle irgendwie rechtsrelevant sind. Und seitens der Europäischen Union gab es seit 2016, wo der Dialog mit Polen erstmal geöffnet wurde, nicht besonders viel. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt, also bis 2019. 2019 fing eine Serie der Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes an, in denen die Elemente der Justizreform in Polen unterminiert worden sind. Hier haben Sie die Liste dieser Entscheidungen und ich konnte das kaum glauben, also als ich festgestellt habe, gestern, und das habe ich noch geschafft. Gestern, das ist kein Enthusiasmus meinerseits, aber es ist immer so gut, okkurant zu sein. Also gestern wurde von dem Europäischen Gerichtshof Zwangsgeld verhängt. 1 Million Euro pro Tag muss Polen jetzt dafür bezahlen, dass sie die wenn ich sagen darf, ich weiß, das ist so eine Art, vielleicht keine Überraschung, aber der Sprecher der Regierung hat schon gesagt, nein, und ich zitiere, keine Angst, wir werden das nicht bezahlen. Zitat Ende. Also das hat nur der Sprecher gesagt, also das bedeutet bekanntlich nichts, aber trotzdem ist das eine komische Lage. Das ist auch eine tragische Lage, Sie können sich schon die Analysen dazu lesen, weil das natürlich für die EUGH sehr riskant ist. Was passiert, wenn Polen nicht bezahlt? Was passiert dann mit der Autorität des Gerichtes? Dazu kommen wir im letzten Slide. Was ich hier noch betonen möchte, seit 7. Oktober 2021 sind wir in einem Zustand, der sehr gerne in der Presse als so ein schleichender Polexit bezeichnet wird. An diesem Tag hat das Verfassungsgericht Polens erklärt, dass das EUGH, EuGH kein Recht darauf hat, die Entscheidungen betreffend die polnische Justiz zu treffen. Ja. Also in dem Sinne hat die polnische Verfassungsgerichtsbarkeit, funktionell genommen mindestens, wenn nicht richtig, die Autorität des Europäischen Gerichtshofes in Sachen europäisches Rechts abgelehnt. Das ist juristisch genommen unbedenklich.
Es gibt nämlich keine Möglichkeit, darüber zu entscheiden. Man kann natürlich Strafgeld verhängen. Was passiert dann? Das ist also die Liste davon, was in der Europäischen Union passiert ist. Man muss auch sagen, dass Europäische Gerichtshof für Menschenrechte auch eine Entscheidung getroffen hat, in der die Besetzung des Verfassungstribunals als menschenrechtswidrig entschieden worden ist. Diese Entscheidung ist noch nicht letztendlich, da gibt es eine Berufung in diesem Verfahren, aber trotzdem ist Polen aus unterschiedlichen Seiten die ganze Zeit sozusagen unter Attacke, unter Beschuss, und das bringt irgendwie sehr, sehr wenig. Weswegen bringt das sehr wenig? Das liegt an der kulturellen Dimension des Rechtswandels in Polen, besonders seit 1989. Erstmal muss man sagen, dass dieses Verhältnis zwischen Polen und EU keinerlei einfach ist. Ich habe gerade einen Beitrag darüber geschrieben, wie diese Narrative der polnisch-europäischen Verhältnisse als eine Narrative der Kolonialisierung geschaffen ist. Also dass die EU eigentlich eine neue Kolonialmacht ist, die Polen unterordnet und dem polnischen Staat die Freiheit entnimmt. Also erstmal haben wir dieses Kolonialmotiv. Zweitens haben wir diese starke interne Differenzierung der Gesellschaft, die sich in diesen politischen Konflikten sehr gut irgendwie widerspiegelt. Das sind die Karten, die ich Ihnen gezeigt habe. Und diese Karten zeigen, dass es wäre zu simplistisch irgendwie zu sagen, dass das eine binäre Teilung der Gesellschaft ist, aber das liegt sehr nahe daran. Und diese Teilung ist auch als Teilung zwischen der liberalen und der nationalkonservativen Wertvorstellungen artikuliert. Diese Teilung hat auch die Quellen in der Transformation-Erfahrung und besonders in dem, was Piotr Stomka, ein sehr bekannter und wichtiger polnischer Soziologe, auch aus der Jagiellonen-Universität, als das, nicht die Trauma, das Trauma, Buchholz, das Trauma der Transformation bezeichnet hat. Also die Transformation war zwar auch eine Emanzipation, eine Befreiung, war auch aber eine traumatische Erfahrung. Das eine geht mit dem anderen zusammen. Und dieses Trauma wurde, so Stomka, und ich glaube, ich bin mit ihm völlig einverstanden, nicht richtig politisch artikuliert worden. Und im letzten Punkt würde ich auch sagen, und da kommen wir zu diesem Text, den Text haben Sie erhalten, und hoffentlich haben Sie mindestens so einen Augenblick darauf genommen. Also in diesem Text geht es um die Erinnerungspolitik, und hier möchte ich Sigmund Baumann in Erwägung ziehen mit dem Termin von Retrotopia. Dieses Buch gibt es, glaube ich, auch auf Deutsch. Ein kleines Buch darüber, weswegen wir nicht so gerne in die Zukunft schauen, weswegen wir lieber so mit diesem Engel der Geschichte in die Vergangenheit ausziehen oder sich der heutigen Zeit entziehen. Diese retrotopische Orientierung ist in der Politik von Peace sehr stark, sehr prägend. Wir möchten sehr gerne erstmal die Vergangenheit verändern, eher als wir zur Gegenwart kommen. Und die Rolle der Erinnerungspolitik und das retrotopische Denken sind ein Teil einerseits natürlich von einem globalen Trend. Dieser Trend würde normalerweise als so Memory Boom bezeichnet, und mit dem Memory Boom, mit dem Hype um Gedächtnis, um Erinnerung, um kollektive Erinnerungen, kommt auch eine Zeit der Memory Wars, der Kriege, die mit Gedächtnis und um Gedächtnis gekämpft werden. Das sind die beiden Termine kommen natürlich und beziehen sich sehr, sehr deutlich auf die amerikanische Kultur, aber nicht nur auf die amerikanische Kultur. Und in Europa haben wir außer Polen auch sehr viele Beispiele auf Memory Wars unterschiedlicher Art. In Polen aber ist dieses Gedächtniskrieg heutzutage besonders stark, weil diese antiliberale Erinnerungspolitik der Rechte wirklich eine so Narrative geschaffen habe, die
die es sich in der polnischen Politik bis heutzutage nicht gab. Das ist die These von Jan Kubik und ich glaube, der hat völlig recht damit. Die Rechte hat eine Nische gefunden, eine Art und Weise, das kollektive Gedächtnis und das Trauma der Transformation politisch auszubeuten, sozusagen, politisch auszunutzen. Dadurch, dass sie in der Narrative zwei Begriffe, zwei Werte gestellt hat, im Zentrum der Narrative, ins Zentrum, die irgendwie bisher nicht so wichtig waren, und zwar die Nation und den Staat. Dass die politische Ideologie von der regierenden Partei ist sehr staatsorientiert und sehr nationsorientiert, nicht gesellschaftsorientiert. Die Gesellschaft ist ein zweitrangiges Konzept. Es geht um die Staatssouveränität, Staatsunabhängigkeit, Staatsmacht, Staatsposition, auch in den internationalen Machtstrukturen. Und es geht um die Nation, um die Nationwürde, um die Nationsgedächtnis, um die Nationsvergangenheit, um den nationalen Stolz und die nationale Scham. Das war besonders im Fall dieses Gesetzes über die Erinnerungen von Holocaust und anderen Genoziden und anderen Massverbrechen sehr, sehr deutlich sichtbar. Es geht darum, dass die nationale Scham nicht mehr verbreitet wird und dass Polen den nationalen Stolz wieder erobern kann. Das ist eine mächtige Narrative. Und das ist auch eine Wiederkehrung der Logik der Fokussierung auf die wirtschaftlichen Sachen. Das ist besonders sichtbar in der heutigen Lage, wo Polen die finanziellen Konsequenzen der Krise der Rechtsstaatlichkeit so irgendwie den Konsequenzen ins Auge schauen muss. Das ist nicht besonders gut gesagt. Okay. Und normalerweise würde man sagen, okay, was kostet mich das? Was verliere ich ökonomisch gesagt? Und so weiter. Und die Regierung stellt die Frage ganz, ganz anders vor der Nation, sozusagen in öffentlich-rechtlichen Medien und so weiter. Die Frage ist halt, wie sieht Polen aus, wenn wir das uns gefallen lassen? Können wir das akzeptieren? Was für eine Nation sind wir, wenn uns das gefallen lassen? Das geht doch nicht. Das ist die wirtschaftlichen Seiten werden irgendwie beiseite geschoben. Im Zentrum steht dieses Imago der stolzen Nation. Also als Schlussbemerkung wollte ich Folgendes sagen. Erstmal, die Faktoren, die die Rechtskultur beeinflussen, sind sehr viele und sehr unterschiedlich. Die kommen aus der Geschichte, aus der strukturellen Geschichte, also die Teilungen. Die kommen aus der Erinnerung, die nicht der Geschichte gleich ist. Und die kommen auch aus der Narrative über die Erinnerung, die wieder nie der Geschichte und nicht der Erinnerung gleich ist. Also mindestens diese drei Ebenen, also wie das war, wie das erinnert ist und wie das dann narrativ bearbeitet wird. Die sind alle sehr wichtig. Und all das beeinflusst natürlich die Rechtsgebung, also die Rechtsstruktur. Die Rechtsstruktur ist eine Art, das habe ich einmal so genannt, commemorative lawmaking. Die Rechtsgebung in Polen ist momentan so erinnerungsorientiert, weil das auch nichts mit der Erinnerung zu tun hat. Das habe ich in Bezug auf die Tierschutzgesetze zum Beispiel analysiert. Also hauptsächlich nichts mit der kollektiven Erinnerung in Polens. Und doch, der geschichtliche Rahmen des nationalen Stolzes wird doch angewendet, ganz erfolgreich. Also wir haben einen Kampf ums Recht und wir haben auch einen Kampf um die Kraft des Rechtes, also der La Force du Droit, um Pierre Bourdieu zu zitieren. Also wo liegt eigentlich diese Kraft des Rechtes? Hat das Recht noch eine Kraft? Wie viel Kraft wird das Recht, und das ist die wichtige Endfrage, haben, wenn das alles irgendwie einmal zum Ende kommt? Wird das Recht noch irgendwie eine Autorität haben? Wird noch dieses gute alte Weber'sche Geltungsgefühl geben oder nicht? Oder
stehen wir vor einer neuen Phase eines neuen Rechtsnihilismus, der mit der Demolierung der Rechtsstaatlichkeit und der Unterminierung der Autorität der internationalen auf Rechtsstaatlichkeit basierenden Strukturen zusammenhängt. Ich würde sehr gerne sagen, nein, sowas gibt es nicht, aber ich kann mir so viel Optimismus leider nicht leisten. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und ich freue mich auf Ihre Fragen. Danke. Zuerst von mir ganz herzlichen Dank für diesen total spannenden Vortrag. Ich habe viele Fragen, viele Gedanken. Gebe das Mikro auch gerne weiter, aber ich stelle jetzt einfach mal meine erste, während Sie Ihre Gedanken sammeln können für die nächste. Mir ist ganz spontan eingefallen, natürlich bei diesem Thema, ein in der Schweiz ja immer wiederkehrendes Schlagwort, das Schlagwort der fremden Richter, was in jedem seit 30, 40 Jahren mit steter Regelmäßigkeit jedes Mal vorkommt, wenn es auch nur um eine Annäherung an die EU geht oder an eine, auch an andere supranationale Organisationen, sagen wir die UNO. Also das Schlagwort der fremden Richter und der Einschränkung einer Selbstbestimmtheit ist ja auch ein Thema, was hier sicher auch aufkommt. Es würde mich interessieren, ob das auch im polnischen Diskurs wichtig ist. Und das Zweite, was damit verbunden ist, vielleicht geht es gar nicht nur um die fremden Richter, sondern zumindest im Schweizer Fall, was sich doch auch damit verbindet, würde ich sagen, ist ein gewisser Anti-Intellektualismus und ein Misstrauen gegenüber einer professionalisierten Rechtspraxis, Rechtsprofession, so würde ich das sagen. Wie sieht das im polnischen Fall aus? Ja, danke, das sind spannende Fragen und natürlich ist der Schweizer Kontext ganz besonders, würde ich sagen, in Europa. Auch deswegen, weil die richterlichen Stellen in der Schweiz so ganz anders sozusagen besetzt werden als in den meisten, wenn nicht allen europäischen Ländern und EU-Ländern. Aber zum zweiten Punkt, also der professionelle Richter versus die oder Richterin versus der nicht professionelle. Das ist natürlich das, mit diesem Dilemma haben wir in den Vereinigten Staaten sehr viel zu tun. Da wird das besprochen, und wie viel Professionalismus und wie viel doch demokratische Legitimität. Es geht also letztendlich darum. In Polen spielt das keine besonders große Rolle. Also ich glaube, in Polen gerade wegen diesen historischen Faktoren kann man sich kaum das vorstellen, dass die Richterinnen keine professionellen Juristen wären. Das ginge nicht. Hauptsächlich. Es gab zwar die Versuche, so die Entprofessionalisierung der juristischen Professionen so als Teil der Justizreform einzuführen, aber das war wirklich marginal. Was wir aber haben, ist nicht der Anti-Intellektualismus, sondern der Anti-Elitarismus oder Anti-Elitismus. Und da werden die Richterinnen, der Richterstand allgemein gesehen, als eine Art alte Elite betrachtet und in dieser Narrative befasst und auch als eine Art postkoloniale Elite. Das habe ich gerade letztens analysiert. Das sind die Träger der fremden Mentalität. Das sind die Träger der Mentalität, die dem Westen gegenüber unterordnet ist, die mit der Sprache des Westens spricht, weil sie mit der Sprache des westlichen europäischen Rechts sprechen. Und da wird ein starker Unterschied gemacht zwischen dem europäischen Recht und dem polnischen Recht. Und man würde sagen, okay, das ist doch normalerweise nicht so in Europa. Aber wenn wir gerade über das 2020, dem Urteil von Bundesverfassungsgericht Deutschlands, über die Anleihenprogramm der EZB denken, also ich weiß nicht, ob Sie die Sache gefolgt haben, aber das war so eine Entscheidung, in der der Bundesverfassungsgericht eigentlich die Kompetenz des EuGH in Frage gestellt hat in Sachen der Interpretation, der Auslegung des europäischen Rechts, so ganz allgemein gesagt.
Die Sache wurde dann irgendwie, danach sind sie zum Übereinkommen gekommen, aber fast ein Jahr lang gab es eigentlich in Deutschland dasselbe Problem wie in Polen. Also wir hatten das Verfassungsgericht, das meinte, okay, wir wollen doch die Kompetenzen des EuGHs bestreiten. Aber das war natürlich Deutschland. Also das ist eine ganz andere Machtlage in der Europäischen Union auch. Also diese anti-elitistische Einstellung der regierenden Partei und der großen Teils der Bevölkerung ist in Polen sehr wichtig und teilweise ist das durch die heutige Lage verstärkt. Nämlich die Richterinnen, die jetzt den europäischen Urteilen folgen und sich der Regierung dagegen setzen, die sprechen natürlich mit der Sprache des europäischen Rechts. Und das ist ganz, ganz unmöglich. Und die erste Frage war, Entschuldigung, ich habe sie irgendwie nicht notiert. Ach, okay, ja, das ist irgendwie, das hängt alles miteinander zusammen. Und das war in diesem Urteil, aus Anfang Oktober, also dieses Monates, das ist sehr stark zum Ausdruck gekommen, dass das doch die Fremden sind und auch in den Pressendiskursen dazu. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich hätte eine Frage zu dieser historischen, also von dieser historischen Herleitung her. Nämlich kommt ja daraus, dass es unter anderem ein Bildungsdefizit gibt in diesem östlichen Polen, das ja manchmal auch von gewissen Leuten Polska B oder Polska C oder sowas genannt wird. Und ich wollte fragen, wie können Sie dem Rechtsintellektualismus, also vielleicht auch einer rechten Zivilgesellschaft, solchen Phänomen Rechnung tragen, die es ja nicht nur dort gibt, sondern auch in Poznań oder gerade auch in Warschau. Natürlich. Und die ja für die Peace, obwohl die Peace sozusagen nicht in der Breite für diese Kreise arbeitet, aber für die Peace eigentlich sehr grundlegend sind, diese Milieus. Unter anderem kommt mir da auch dieses Ordo Iuris in den Sinn, noch im Zusammenhang mit dem Rechtsnihilismus, also die machen ja den Rechtsbegriff eigentlich sehr stark, allerdings wahrscheinlich einen anderen Rechtsbegriff, aber trotzdem, sie argumentieren nicht gegen das Recht, sondern sie wollen es auf ihre Art umso stärker machen. Also es wäre sozusagen die Frage nach der anderen Perspektive, wie Sie die in Ihrem Bild integrieren können, wollen oder inwiefern das vielleicht dann letztlich doch nicht möglich ist, weil es ganz andere Kategorien sind. Ja. Danke. Das ist eigentlich eine ganz spannende Frage. Und vielen Dank, dass Sie das irgendwie hervorgebracht haben. Also man soll sich die Lage nicht so vorstellen, dass wir hier eine so starke Opposition haben. Also auf der einen Seite haben wir diese, Sie kennen das auch natürlich aus der, glaube ich, das kommt in allen möglichen öffentlichen Diskursen in Europa vor. Also auf der einen Seite haben wir die gut ausgebildeten pro-westlichen Kosmopoliten, also diese People of Nowhere. Und auf der anderen Seite haben diese People from Somewhere, also diese Menschen, die nicht besonders gut ausgebildet sind, die lokal sind und so weiter. Und das empirisch passt das nicht besonders gut, in manchen Fällen, wenn nicht in allen. Und wenn wir uns das Polen jetzt so ansehen, müssen wir das nicht so vereinfachen. Natürlich gibt es auch die starke intellektuelle Seite auf der rechten Seite, also die Intellektuellen, die PiS unterstützen und die eigentlich viele der Ideen, die heutzutage politisch von der PiS artikuliert werden, stammen eigentlich aus der intellektuellen Aktivität aus der 80er, 90er Jahren. Also die PiS gab es noch nicht, aber diese Ideen gab es schon. Zum Beispiel eine gewisse Form, das ist gerade im Kontext von Postkolonialismus und Dekolonisierung sehr interessant. Also es gibt in Polen die linke und die rechte Variante des politisch relevanten Postkolonialdenkens. Und sie sind beide sehr einflussreich. Also in dem Sinne, wie man das erklären könnte,
Ich glaube, das ist kaum erklärungsbedürftig. Also ich glaube, es gibt einfach, das ist eine eher normale Entwicklung, dass sich die politischen Kräfte, auch die Thinktanks sozusagen entwickeln, die sie unterstützen. Ob die Legalität des Handelns dieser Thinktanks, die politische Rolle dieser Thinktanks, das ist eine ganz andere Sache. Und hier dieses könnte man hier bedenken, besonders im Kontext dieser so quasi nicht non-governmental organization oder die governmental non-governmental organizations. Und viel spricht dafür, dass Ordo Iuris eigentlich nicht so eine ganz typische non-governmental organization ist, so in dem Sinne. Abgesehen davon, dass das ganz bestimmt ein Think Tank ist, die einfach die BIS unterstützt. Aber das ist auch viel mehr als das. Aber wenn Sie gerade diese Stärkung des Konzeptes des Rechtes erwähnt haben, es gibt ein sehr guter Beitrag von Adam Bodnar, den ehemaligen Ombudsmann Polens, in Osteuropa, ich glaube im letzten Heft Osteuropas. Und Adam Bodnar benutzt da zwei Begriffe, den kompetitiven Autoritarianismus und den illiberalen Legalismus. Und das, was Sie sagen, das wäre der Fall des illiberalen Legalismus. Also man benutzt das Recht als Mittel der Beeindruckung bestimmten Einstellungen, politischen Einstellungen in der Gesellschaft, aber man macht das legalistisch, also juristisch gesehen ist das manchmal sehr schwer zu sagen, wo liegt der Fehler hier. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, wenn das Recht im Teufelskreis läuft, da sind wir auch mit dem Recht im Teufelskreis manchmal. Aber das ist natürlich ganz wichtig, also das ist die Sache der sozialen Einbettung dieser Prozesse, die ich hier juristisch so und politisch und kulturell gesagt habe, bezeichnet habe. Also es ist eine große Frage, aber mich nimmt das Wunder. Also es scheint so, dass die Situation mit der EU aussichtslos ist. Ich meine, es scheint recht verzweifelt zu sein, wenn die EU sagt, sie zahlt pro Tag 1 Million Euro. Und der Sprecher steht da und sagt, ja, wir zahlen es einfach nicht. Also mich nimmt das Wunder, die Situation scheint so verzwickt zu sein. Wie könnte man da rauskommen? Was wäre so der Mittelweg? Es scheint zurzeit keinen zu geben, außer wenn die Unruhen irgendwie im Land steigen würden aufgrund von wirtschaftlicher Knappheit oder so. Ja, danke. Das ist natürlich das, was wir alle wissen möchten. Also ich kann, also 2016, das war die Zeit, wo das Interesse an Polen sehr gestiegen ist und da hielt ich eine Unmenge so Vorträge und Seminare. Und in all diesen Seminaren, besonders wenn das an die Juristen adressiert wurde, gab es dieses Moment, das war wirklich fast wie Monty Pythons, also ein Moment, wo alle Anwesenden irgendwie die polnische Verfassung in der deutschen Übersetzung ausgegoogelt haben und haben daran geguckt und die suchten einen Ausweg in der Verfassung. Also wie könnte man die Sache doch lösen, wie einen Fall, wissen Sie. Also man nimmt an und da entweder A oder B und dann... Man glaubte eine lange Zeit, glaube ich auch, wenn ich meine Texte aus 2016 lese, glaubte ich daran auch, dass es eine juristische Lösung gibt. Dass man irgendwie kommt zu diesem Schiedsrichter, da spricht wahrscheinlich EuGH zum Beispiel, und dann ist das irgendwie wieder gut. Und jetzt glaube ich, dass es gibt keine juristische Lösung. Das ist kein juristisches Problem. Das ist natürlich ein riesiges juristisches Problem, aber lässt sich auch nicht juristisch nicht lösen. Es muss eine politische Lösung gefunden werden. Und die politischen Lösungen sind normalerweise nicht schön und nicht besonders, wissen Sie, mir fehlen die Worte, spektakulär. Die sind normalerweise nicht besonders, intellektuell nicht besonders spektakulär. Da müssen Menschen zusammensitzen und sagen, okay, du machst das und ich mach das und ich nehme einen Schritt zurück und du gehst zwei Schritte nach rechts oder links und dann können wir uns vielleicht irgendwo treffen. Momentan sieht es so aus, dass all möglichen so
Seiten dieses Konfliktes irgendwie an die Wand gekommen sind. Also viel mehr Bewegungsfeld gibt es wirklich nicht. Also jetzt haben wir Zwangsgeld letztendlich, also jetzt haben wir wirklich die finanziellen Konsequenzen und das ist doch, das steht schwarz auf weiß geschrieben. Also damit muss man doch was machen. Entweder zahlen oder es muss eine politische Lösung gefunden werden. Was natürlich frustrierend ist, ich würde sehr gerne eine intellektuell überzeugende, schöne Lösung in den juristischen, auf der juristischen Ebene sehen. Aber ich sehe doch keine. Ja, weitere Fragen? Ja, ich hätte mal eine Frage nochmal zu dem historischen Abriss. Bei den vielen Karten war ja die eine Karte aus der Historie, die ganz große oben rechts. Und da war eben das Preußische Reich und das Russische und Österreich-Ungarn eingezeichnet. Und jetzt hatten wir festgestellt, dass heutzutage eine gewisse Ost-West-Trennung vorhanden ist in vielerlei Aspekten. Aber ich verstehe es nicht ganz, weil ja natürlich das, was da alles preußisch war, war einfach hauptsächlich ja deutsche Bevölkerung und die wurde ja vollkommen vertrieben und das Rechtssystem ist ja quasi mit ihnen weggegangen vielleicht. Das verstehe ich dann nicht. Nee, das ist... Habe ich vielleicht falsch verstanden. Nee, das haben Sie... Das haben Sie ganz richtig verstanden. Also erstmal nicht das ganze Territorium, das hier blau markiert ist, war ja erstmal Deutschland. Also das werde ich jetzt nicht so genau zeichnen, aber natürlich die Länder mit Breslau und so weiter, dass dieser Teil, das war so der deutsche Teil, der nach dem Krieg wurde Polen einfach so ein bisschen westlich verschoben. Aber wenn Sie zum Beispiel, wo ich herkomme, also da Ostpreußen, Ermland, das ist Ostnorden, Allenstein und so weiter, also Elbing und so weiter. Da ich stamme aus Allenstein, aus Olsten. Das war keine deutsche Bevölkerung, also nicht nur deutsche Bevölkerung, gab es die ethnische Bevölkerung der Ermländer, also Warmiazy, und das waren die Menschen, die dort einfach immer da gewesen waren. Da gab es auch polnische Bevölkerung. Das war wirklich so eine Struktur, die vielerlei so eher der Kolonialmacht im guten alten Sinne ähnlich war als der Kolonialisierung im Sinne, wie man das auch in Ostpreußen gesehen hatte, also mit der Übernahme der Landgüter. Also das ist nicht so, dass das einfach die Deutschen waren, mit denen die Rechtskultur vertrieben wurde, obwohl das natürlich ganz interessant ist, wieso das funktioniert, obwohl sehr viele Bewohner, besonders der Städte in diesem Gebiet, eigentlich aus dem Osten migriert haben. Es gibt sehr viele Erklärungen dazu, Erklärungsversuche. Ich werde das jetzt nicht im Einzelnen besprechen. Das geht nämlich einzeln für Poznań, wie Sie gesagt haben, für Posen, für Breslau, Wrocław und für andere Gebiete. Aber dass die Karte trotzdem so aussieht, ist doch irgendwie beeindruckend, würde ich sagen. Ich hätte einen ganz kleinen Vorschlag und das wäre halt irgendwie eine materialistische Reduktion, wenn Sie möchten. Also die Reduktion zur Infrastruktur zum Beispiel, die auf diesen Gebieten einfach geerbt wurde und die es auf den russischen Gebieten einfach nicht gab. Und natürlich aus ganz anderen Gründen gab es die auch nicht in diesen südöstlichen Gebieten. Das sind nämlich Gebirge. Das sind nämlich die Gebirge. Es geht nicht um Österreich-Ungarn unbedingt. Es geht um viele andere Sachen. Auch um die Stärke der katholischen Religion in diesem, gerade in diesem Gebiet Polens. Aber alles in allem, von den reduktionistischen Argumenten abgesehen, gibt es halt eine Regelmäßigkeit, die, glaube ich, nicht nur materialistisch ausgedeutet werden kann. Aber das ist eine spannende Frage. Natürlich vielen Dank, dass Sie das nuanciert haben. Das ist ganz interessant. Ich hätte noch eine Frage zu den Narrativen, also zu den historischen Narrativen.
Und zwar habe ich mich gefragt, inwiefern diese Narrative zum Beispiel auch auf die Kultur einwirken oder so auf die Wertehaltung, wenn man das so irgendwie sagen kann, der polnischen Bevölkerung. Also stellen Sie irgendwie fest, dass es dort auch so eine verstärkte Tendenz nach rechts gibt jetzt in der Kultur? Oder wie reagieren die Menschen auf diese historischen Narrative im Allgemeinen? Danke, das ist eine komplizierte Frage. Die Frage ist deswegen kompliziert, weil unterschiedliche Menschen auf dieselben Narrativen auch unterschiedlich reagieren können. Und das ist, ja, einerseits gibt es ganz bestimmt eine so Erinnerungsmobilisierung in der polnischen Gesellschaft. Also über die Erinnerungen der Geschichte wird viel mehr gesprochen, geschrieben, gemacht, also artistisch zum Beispiel gemacht, also viel mehr performiert als in den 90er Jahren. Also das ist dieses Memory Boom. Dasselbe passiert in vielen anderen Ländern, in Spanien zum Beispiel. Also das ist irgendwie, wenn nicht global, dann mindestens regional so. Dafür gibt es auch Erklärungen. Aber die Menschen reagieren nicht nur dadurch, dass sie mobilisiert werden, aber auch dadurch, dass sie diese Erinnerungen stärker instrumentalisieren. Also die werden nicht nur als Erinnerung so einfach mehr davon, aber wir benutzen das mehr. Politisch, aber nicht nur politisch, auch in unterschiedlichen anderen Kontexten. Es gibt, das ist eigentlich ganz, ich kann Ihnen diese Bilder nicht zeigen, ich werde sie nicht jetzt suchen, aber das war besonders im Kontext dieser Strategien gegen die LGBT-Plus-Minderheit und von der LGBT-Plus-Minderheit, die sich gegen Diskriminierung setzte. Einerseits wurde die ganze polnische Geschichte in diesen Anti-LGBT-Resolutionen so erzählt, dass das die Geschichte der heteronormativen Familie war. Seit der Taufe Polens waren wir immer so heteronormative Nation mit einem heteronormativen Familienmodell. Und die LGBT-Ideologie ist doch etwas Polenfremdes dadurch. Das ist eine sehr mächtige Erzählung. Natürlich gab es im 10. Jahrhundert keine nicht heteronormativen Familien, mindestens haben wir ganz bestimmt keine Berichte dazu. Also einerseits. Und zweitens, ich habe momentan arbeitet einer meiner Doktoranden darüber, er nennt das Regenbogenpatriotismus zu analysieren als kulturelles Phänomen. Also die Art und Weise, den Regenbogenpfanne als Symbol der LGBT-Plus-Bewegung mit den nationalen, Vorstellungsgut sozusagen zu mischen, zusammenzubringen, um zu zeigen, dass die LGBT-Plus-Minderheit auch dazu gehört. Das ist auch eine Art historische Mobilisierung. Also das brauchte man nicht unbedingt so 20, 30 Jahre her in den westlichen Ländern, wo der Kampf um die Gleichstellung der LGBT-Plus-Minderheiten jetzt da so hergelaufen ist. Das brauchte man auch nicht in Deutschland, wenn man für die Ehe für alle lobte und so weiter. Das war nicht unbedingt nötig. Über den Zweiten Weltkrieg und natürlich und der Geschichte mit der Lage der Homosexuellen in der Konzentrationslager schon, aber nicht danach und nicht davor, also unter Kaiser zum Beispiel. Und in Polen ist diese historische Strategie momentan, würde ich so vorsichtig schätzen, immer geprägter. Also das wäre ein Teil der sehr komplizierten Antwort, die Ihre Frage eigentlich bedürfte. Ja, ich hätte noch einen Punkt, der mich interessiert. Vielleicht auch wieder etwas natürlich eher Spekulatives, aber es ist schon auffallend, für mich zumindest, dass eben die Errichtung der neuen Verfassung 1997 eigentlich relativ wenig Aufsehen erregt hat in dem Sinn oder nicht, ja, vielleicht rückwirkend gesehen auch, sieht man es nicht mehr so. Und dann frage ich mich, ob in der Phase, in der langen Phase eigentlich der liberalen Regierungen, ob da nicht versäumt wurde, etwas mehr wie so etwas wie ein, sagen wir, Verfassungspatriotismus jetzt im groben Sinne
oder auch einfach nur einen schlichten Respekt für eigentlich Verfassung und Rechtsstaatlichkeit zu stärken. Das ist natürlich eine eher subjektive Einschätzung als eine wissenschaftlich belegbare vielleicht. Ja, das kann ich auch leider eher impressionistisch beantworten. Es gibt nämlich so keine systematische Forschung davor, wie sie das Verfassungsbewusstsein, nicht Rechtsbewusstsein, sondern ganz speziell Verfassungsbewusstsein in Polen entwickelt hat. Und ich kann Ihnen nur sagen, also ich habe mein Jurastudium, das war 1998 oder 99 angefangen. Also wir hatten da gerade die neue Verfassung da. Und Verfassungsrecht war natürlich ein Fach, ein wichtiger Fach sogar, aber es war nicht so, dass die Verfassung also in jedem beliebigen Stunde im Strafrecht oder Agrarrecht oder was man da auch immer, Prozedurrechte, immer auftauchen musste. Man hatte vielmehr den Eindruck, okay, das sind wirklich die Rechtsgebiete, die voneinander relativ getrennt funktionieren. Und was sehr selten vorkam, also das europäische Recht natürlich nicht, das war noch nicht die Zeit dafür, man hatte halt nur so ein paar Ideen dazu, wie das funktionieren könnte, aber was nicht vorkam, waren zum Beispiel die Menschenrechte. Ich glaube, ich hatte nur im internationalen Recht irgendetwas von den Menschenrechten gehört, nicht aber als ein Teil der polnischen Rechtsordnung, irgendetwas, was hier gilt im Lande. Das war wahrscheinlich ein Merkmal der Education, der professionellen so Ausbildung und nicht des Rechtssystems. Aber dieser Eindruck ist mit mir irgendwie wahrscheinlich geblieben. Aber natürlich könnte man so sagen, dass das versäumt wurde. Andererseits könnte das auch diese Illusion des guten Verhaltens oder des guten Benehmens sein. Wir haben doch eine wunderschöne Verfassung. Wir haben sie so sorgfältig gemacht. Sie ist so kompromissvoll. Haben Sie die Präambel der polnischen Verfassung einmal gesehen? Ich habe sie. Okay, also das werde ich jetzt zitieren. Da steht: Wir, sowohl diejenigen, die an Gott als die Quelle der Wahrheit, des Guten und des Schönen glauben, als auch diejenigen, die diese Werte aus anderen Quellen nehmen. Und das steht doch in der Präambel. Ich habe das einmal mit den Studierenden in Bonn besprochen und da meinten alle, oh Mann, sowas tun man nicht. Das ist doch die Teilung der Nation in der Verfassungspräambel. In die Atheisten und die Nicht-Atheisten. Christlichen Nicht-Atheisten oder der hellenischen Nicht-Atheisten. Also das Gute, das Schöne und die Wahrheit. Das ist doch diese platonische Triade, nicht wahr? Also das ist wirklich uralt. Und dass dieser dieses Kompromisscharakter der polnischen Verfassung, das könnte auch eine Falle gewesen sein. Retrospektiv gesehen natürlich, aber zurzeit, ob man anders vorgehen konnte, das wird gerade jetzt erforscht. Also jetzt gibt es eine Welle der neuen Studien über diesen Verfassungsprozess der 90er Jahre. Das ist eigentlich ganz spannend. Die Akten werden wieder neu auswertet. Und ich glaube, da kommen wir zu interessanten Ergebnissen. Eine letzte Frage noch. Danke. Und gerade eine kurze Frage. Und ich entschuldige mich bereits dafür, dass sie wahrscheinlich nicht allzu geistreich ist, aber dennoch nimmt es mich Wunder. Verstehen sich die drei Zonen dort? Gibt es dort eine eigene Volksidentität, dort diese Zonen? Oder sieht sich ganz Polen als eine Nation, eine Ideologie oder eine Herkunft? Ich meine, jetzt, wenn man den Vergleich zieht zu Ungarn, wo man ganz eindeutig zwei Bevölkerungsgruppen hat, die man voneinander trennen kann. Gibt es hier auch so etwas oder ist das rein historisch gewachsen jetzt hier auf diesen Karten? Ja, das ist natürlich eine ganz gute Frage, was uns dazu bringt, was noch nicht erwähnt wurde, nämlich Polen ist ganz besonders, also ich sage das ungern, der polnische Exzeptionalismus ist wirklich gerade nichts Gutes beigetragen zu unterschiedlichen wissenschaftlichen Diskussionen, aber in dem Sinne ist sie ganz anders als Ungarn, als Tschechien, Slowakei und Bulgarien, Rumänien und alle anderen, Ukraine, viele anderen, Litauen.
postkommunistischen Ländern. Polen ist wirklich eine homogene Gesellschaft. Man möchte sich wünschen, es wäre irgendwie differenzierter. Man wünscht sich, man versucht das irgendwie, diese Unterschiede zu lokalisieren, sie zu schätzen irgendwie, weil sie so wenige sind. Aber es gibt keinen religiösen Unterschied. Also die Bevölkerung ist entweder katholisch oder nicht katholisch. Schluss. Also die anderen Religionen sind irgendwie statistisch marginal. Wenn auch kulturell wichtig, aber statistisch marginal. Das war nicht so vor dem Krieg natürlich. Also das ist ein Geschehen nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber das ist doch schon eine sehr lange Zeit, seitdem Polen als Nationalstaatgesellschaft, Norbert Elias benutzte diesen Begriff, ich glaube, ist ganz zutreffend. Als Nationalstaatgesellschaft ist Polen ganz homogen. Ethnisch ist Polen auch homogen. Migrantinnen haben wir fast nie. Es gibt einen Zuwachs in der Migration und wahrscheinlich werden wir ein paar Jahre oder Jahrzehnte auch eine gute, gesunde ethnische Minderheit in Polen haben. Aber momentan gibt es keine. Also ökonomische Unterschiede gibt es natürlich, aber die kulturellen Unterschiede in dem Sinne, in dem wir sie in Rumänien sehen zum Beispiel, gibt es auch nicht. Also Ihre Frage war, ob wir da eine Identitätskomponente hier sehen können. Eine Lokalidentitätskomponente schon, wie es sie ja auch woanders gibt. Aber zum Beispiel, die äußert sich nicht so sehr in der Sprache, wie zum Beispiel in der Schweiz, so, um nicht so weit zu gehen, oder in Deutschland. Oder in Ungarn auch. Also diese sprachliche Komponente ist auch weitgehend nicht existent. Da können sich alle sehr gut verstehen, alle sprechen Polnisch. Diejenigen, die zwei Sprachen sprechen, also eine andere Sprache, ethnische oder Nationalsprache und Polnisch, sind eine statistisch unsichtbare Minderheit. Also Identitätsdimension spricht wirklich für eine einheitliche Staatspolitik, wenn ich das ganz persönlich sehr ungern sage. Aber das ist doch so. Das entspricht auch dieser Narrative der nationalen Einheit, die sich auf die Nation als Ganzes und nicht auf die Unterschiede bezieht. Ja, ich glaube, es sind keine weiteren Fragen jetzt im Moment. Dann möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ich möchte mich bei Ihnen fürs Mitdiskutieren bedanken, bei allen, vor allem bei Ihnen für die Geduld mit der Technik, meinen Kolleginnen für die Nothilfe, sonst hätte es, glaube ich, gar nicht funktioniert. Ich glaube, wir haben es doch am Schluss geschafft, die Grafik noch richtig lange und richtig schön zu zeigen. Vielen Dank, Frau Buchholz, vielen Dank Ihnen. In 2 Wochen sind wir wieder hier. Dann geht es um Moldova, ein Land, was vielleicht noch deutlich weniger bekannt ist als Polen, aber auch einen sehr spannenden Weg in den letzten Jahren zurückgelegt hat. Und da freue ich mich, Sie wieder begrüßen zu können.